Als Dekan der Fakultät Management Soziale Arbeit Bauen darf ich Sie recht herzlich hier am Standort zu der dritten Holzminder Immobiliendebatte begrüßen. Was wollen wir mit der Immobiliendebatte oder was haben wir für ein Forum damit geschaffen? Es ist gedacht als eine Kommunikationsplattform, auf der wir fachlich streiten können, unterschiedliche Meinungen zusammenführen und wenn möglich auf den Punkt bringen können. Heute wollen wir die Frage diskutieren, wie viel Bürger verträgt die Stadtentwicklung? Wie sind wir eigentlich zu diesem Thema gekommen? Wenn ich das mal auf einen Namen fokussiere und sage, Stuttgart 21 ist überall, ich glaube, dann weiß jeder, worum es geht. Das gilt für Bauvorhaben wie Stuttgart 21 in großem Maße, aber es gilt auch für kleinere Städte und kleinere Baumaßnahmen. Ich habe jetzt beim Google gerade festgestellt, dass in der Nähe von Kassel, bei einer Stadt Velmer, dort hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Da geht es darum, wie soll das Rathaus dort erneuert werden? Als PPP-Modell selbst gebaut werden oder eventuell als Mietobjekt. Das alles sind heute die Themen, die Bürger brennend interessieren. Und dabei werden bei dieser Problematik werden betroffene Bürger immer häufiger aktiv und fordern von Wirtschaft und Verwaltung eine Informationspolitik mit hoher Transparenz der Entscheidungswege und der Entscheidungskriterien. Das heißt, sie wollen es nachvollziehen können, warum die Verwaltung und die Wirtschaft bestimmte markante Gebäude in unseren Städten bauen möchte. Dieses war bis vor kurzem auf Seiten der Investoren, der Verwaltung und auch der Politik ungewohnt und erfordert gegebenenfalls ein Umdenken in Sachen Einbeziehung der Bürger. Daraus ergibt sich eine zentrale Frage, die lautet, wie gelingt es, die sich oftmals als Protest der Bürger äußernde Bereitschaft zur Partizipation in konstruktive Bahnen zu lenken? Wir suchen heute mit dieser Holzminder-Immobiliendebatte Fragen oder Antworten zu dieser Frage. Dazu haben wir ausgewiesene Experten geladen, die ich jetzt namentlich kurz nennen möchte. Einmal Professor Oliver Hall, Astok, Architekt und Planers und Dozent an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Frau Brigitte Vorwerk von der Deutschen Stadtentwicklungs- und Grundschutzgesellschaft, die werden sich gleich hier nochmal vorgestellt und der Herr Hadebusch, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, wird sich auch nochmal vom Thema her vorstellen. Dann Michael Hesch, Leiter des Fachbereichs Plan und Stadtentwicklung der Stadt Hannover. Leider ausgefallen sind heute wegen Krankheit, die Nachricht haben wir erst heute Morgen bekommen, Professor Dr. Martin Wenz und Professor Dr. Engel. Da Frau Professor Dr. Engel schon letzte Woche erkrankt ist, konnten wir für Sie, Herrn Trenker, wissenschaftlicher Mitarbeiter der unserer Fakultät Ressourcenmanagement aus Göttingen, als Vertreter gewinnen. Für den Herrn Wenz war es uns nicht mehr möglich, in der Schnelle von heute Morgen bis heute Mittag einen ebenfalls so profilierten Vertreter gewinnen zu können. Moderieren wird die Veranstaltung Herr Christoph Hadebusch, Chefredakteur des Immobilienmanagers. Die Diskussionsergebnisse zusammenfassen und mögliche Perspektiven aufzeigen, wird mein Kollege Professor Dr. Jürgen Erbach von unserer Hochschule, den meisten vielleicht auch bekannt als der streitbare Professor mit seiner Rubrik der streitbare Professor aus dem Immobilienmanagement. Ich möchte diese Gelegenheit hier heute auch nutzen, insbesondere Herrn Erbach für die Idee zu dieser Immobiliendebatte und Herrn Christoph Hadebusch für die ständige Unterstützung unserer Hochschule, aber auch dieser Immobiliendebatte zu danken, bevor ich dann an die Referenten weitergebe. Aber jetzt bitte ich Herrn Christoph Hadebusch hier auf die Bühne und wünsche der Immobiliendebatte Vielen Dank auch an die HABK für diese schöne Gelegenheit.
ein doch so wichtiges Thema hier bereit zu diskutieren. Sie haben ja schon kurz einiges zum Thema gesagt. Wir haben natürlich lange überlegt, wie sollen wir diese Veranstaltung nennen. Wie viele Bürger verträgt die Stadt? Die Stadtentwicklung klingt eigentlich ein wenig absurd, weil wie viele Bürger verträgt die Stadt? Natürlich so viel, wie sie hat, weil die Stadt für die Bürger da ist. Der Bürger kommt ja historisch betrachtet auch jedenfalls in seiner heutigen selbstbestimmten Fassung aus der Stadt. Das ist sicher bekannt, dass die Stadt im Mittelalter der Hort des Bürgertums war und auch der Hort der Freiheit. Stadtluft macht frei nach Jahr und Tag, hieß es damals. Das heißt, die Stadt war die einzige Möglichkeit, damals seinen Landesherren zu entkommen. Das hat sich natürlich heute geändert. Die Stadtluft macht nicht freier als die Landluft. Wir sind alle Bürger. Aber das Thema hat doch, Sie haben es eben genannt, mit Stuttgart 21 eine neue Färbung bekommen. Wir reden heute gern vom Wutbürger, vom Bürger, der sich einmischt, der unzufrieden ist, der möglicherweise viele Themen in der Stadtentwicklung auch torpediert. Andererseits reden wir auch vielleicht viel zu wenig vom Bürger, der sich produktiv, konstruktiv am Anfang einmischen kann, am Anfang einmischen sollte, was man allzu oft nicht hinbekommt. Oft, aber in einigen Beispielen zumindest, das werden wir gleich hören, aber eben doch. Das heißt, die Begrifflichkeit Bürger, Stadt, Stadtentwicklung oszilliert derzeit noch zwischen Problem und Hoffnung. Ich hoffe, dass wir heute während dieser Veranstaltung am Ende des Tages das Fazit ziehen können, dass die Hoffnung überwiegt, dass wir den Bürger mit all seinen kleinen Partikularinteressen, mit seinen größeren Interessen im Sinne auch des Stadtwohls, des Gemeinwohls produktiv einbauen können und besser einbauen können in die Prozesse der Stadtentwicklung. Und dazu haben wir einen schönen Anfang. Eigentlich sollte der Professor Wenzel den Anfang machen. Ich glaube, der Anfang, den wir jetzt haben, ist vielleicht sogar noch passender. Brigitte Vorwerk, Sie hatten Frau Vorwerk eben schon eingeführt, von der DSK, ist damit beschäftigt, an vielen Orten unter anderem auch Bürgerbeteiligung zu organisieren. Ich denke mal, wir werden jetzt lernen, dass Bürgerbeteiligung kein Skandal, keine Sensation ist, sondern gelebte Praxis, Alltag. Und in vielen Fällen auch unspektakulär verläuft, wenn man es richtig macht. Frau Vorwerk, Sie haben das Wort.